Zeit heute. Ja, hab ich. Moment, Moment, Moment. Bleib doch mal kurz sitzen. Ihr wisst ja, ich will im nächsten Schuljahr eine freiwillige Physik-AG anbieten. Da werden wir uns unter anderem mit den Grundlagen der Konstruktion und mit der Computersimulation von physikalischen Problemen beschäftigen. Solltest dann erst grüßen. Weiß jemand schon, ob er mitmachen will? Christian? Gut. Robert? Schön. Was habe ich gesagt? Nina, kann ich mit dir rechnen? Ich glaube, das ist mir zu aufregend. Mit so viel Abenteuer in meinem Leben könnte ich wahrscheinlich kaum umgehen. Jetzt mal im Ernst, warum machst du da eigentlich nicht mit? Du schreibst fast immer eine 1 oder eine 2 und festgewachsen an einem Computer bist du doch auch. Ich bei den Würsten? Du bist scheiße, mein Bruder studiert auch Informatik und er ist keine Wurst. Allerdings, der sieht sogar ziemlich gut aus. Hey! So, notiert euch bitte noch die Hausaufgaben. Schreibt bitte bis zur nächsten Stunde auf mindestens 2 DIN A4 Seiten euren Lebenslauf, wie ihr euch den beruflich vorstellt. Gegründet wurden wir 1987 und inzwischen haben wir weltweit in mehr als 70 Ländern ein Netz von über 300 gut ausgebildeten Agenten, die teilweise unter Einsatz ihres Lebens Firmen und Regierungen auf die Finger schauen, die immer wieder dadurch auffallen, dass sie... Einen Moment bitte. Tom? Wie ernst? Kontrollraum? Ich komme. Tut mir leid, wir müssen ja erstmal unterbrechen. Es gibt einen Notfall. Okay, kein Problem. Nur noch eine Frage. Was genau heißt AEPF? Animal and Environment Protection Foundation. Das ist Englisch und bedeutet... Schon klar, Tiere und Umwelt. Ja, stimmt, super. Aber dazu später mehr. Ich muss mich jetzt um was kümmern und muss dich leider erstmal hier alleine lassen. Du bleibst hier und machst keinen Unsinn. Vielleicht liest du irgendwas in der Zwischenzeit. Lesen ist mir zu langweilig. Kann ich nicht einfach mitkommen? Ich schaue auch nur zu und bin still. Und das soll ich dir glauben? Auf, komm. Übt ihr hier Mathe? Auch wenn ihr uns das nicht glauben wollt. Aber wir nutzen das. Und zwar nicht selten, um Menschenleben zu retten. Genug gefragt jetzt. Komm jetzt. Erika? Andy? Was ist die Situation? Das Team in Otankwai untersucht verdeckt einen möglichen Fall illegaler Giftmülllagerung auf dem Gelände einer Firma namens Cooperación Superminera. Eine Agentin von uns ist auf das Gelände eingedrungen, um Beweise zu sichern. Wer? Philippa. Sie konnte auf das Fabrikgelände vordringen und sich über einen Versorgungszugang Zutritt zu den Kellergewölben verschaffen und ist dort fündig geworden. Thank you.
auf dem Rückweg befand, hat es einen kleinen Erdstoß gegeben. Das ist nicht ungewöhnlich für die Gegend. Der den Zugang verschüttet hat. Sie ist zudem dort eingeschlossen. Sie hat über ihr Telefon mit uns Kontakt aufgenommen. Unter der Erde? Sie hat die Antenne verlängert und konnte über Lüftungskanäle in der Gewölbedecke Empfang herstellen. Die sind dort zum Glück alle paar Meter. Sehr gut. Sie hat uns auch schon einiges an Daten übertragen können. Ihre Position und erstes Bildmaterial. Unfassbar. Okay, wie bekommen wir sie da raus? Um diese Frage schnell zu beantworten, sind wir hier. Bisher haben wir noch keine gute Lösung gefunden. Wie viel Zeit haben wir noch? Das können wir nicht genau sagen. Vielleicht 2 bis 3 Stunden, bis die Leute der Kooperation dort anfangen zu arbeiten. Dann weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis jemand merkt, dass sie Besuch haben. Aber dann ruft doch die Polizei. In dieser Gegend der Welt ist die Polizei nicht immer dein Freund und Helfer. Wenn wir das tun, finden wir wahrscheinlich morgen von Philippa keine Spur mehr. Die lokale Polizei wird offenbar im großen Stil bestochen und kann im Grunde eher als Privatarmee der Kooperation gesehen. Wir brauchen also schnell eine Lösung. Was haben wir noch an Informationen? Ihre GPS-Daten überträgt sie vor jedem Anruf. Und unser Außenteam in Puerto Esperanza schickt uns digitales Kartenmaterial vom Gelände. Außerdem werten wir die Videos von Philippa aus. Sie meldet sich bis auf Weiteres alle 20 Minuten und wartet auf unsere Instruktion. Wann ist also das nächste Mal? Jeden Augenblick. Die ruft an. Ich schalte nach vorn. Philippa, hallo, hier ist Erika. Wie geht es dir? Erika, wenn du da bist, gleich schon viel besser. Die anderen haben mich schon über alles informiert. Gibt es was Neues? Ich habe einen Gang gefunden, der wahrscheinlich zu einer alten Mine gehört. Das Ganze ist aber ein verdammtes Labyrinth. Ich habe das Gefühl, ich bin nur im Kreis gelaufen. Eigentlich bin ich froh, dass ich wieder hier zurückgefunden habe. Ein zweites Mal versuche ich das nicht. Wir arbeiten an einer Lösung. Wir analysieren noch das Kartenmaterial. Würde mich wundern, wenn das so detailliert von hier vorhanden wäre. Wir werden sehen. Gib uns noch 1/2 Stunde. Okay. Ich rufe dann wieder an. Und in der Zwischenzeit versteck dich irgendwo und verhalte dich ruhig. Viel mehr bleibt mir hier sowieso nicht übrig. Sehr gut. Wir kriegen dich da raus. Bis später. Okay, dann an die Arbeit. Der linken Hand immer an der Wand entlang läuft, dann müsste sie automatisch rauskommen, oder? Ah, nee, stimmt. Sie kommt nur automatisch raus, wenn die Wände zusammenhängen. Weil hier würde sie immer im Kreis laufen. Nee, nochmal neu. Vielleicht funktioniert was anderes. Moment. Also, ich habe da noch eine Idee. Okay, was haben wir? An ihrer Position ist nichts auf den Plänen eingezeichnet. Wir vermuten aber, dass das Gangsystem, in dem sie sich befindet, eine Verbindung zum Südausgang der alten Mine hat. Das heißt, dort könnte sie dann außerhalb des Geländes ins Freie kommen. Aber wie findet sie den Weg? Ihr habt sie gehört. Jana hatte da eine Idee. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber wir hatten das damals auch in der Uni, genau genommen in Robotik, das nennt sich der Pletsch-Algorithmus. Und zwar merkt man sich eine Zahl, beginnend mit der 0, dann läuft man geradeaus bis zur nächsten Wand und von da aus immer mit der linken Hand an der Wand entlanglaufen.
Bei jeder Linkskurve muss man eins hinzuzählen, bei jeder Rechtskurve eins abziehen. Und dann läuft man immer so weiter an der Wand entlang, bis man wieder bei Null ist. Dann läuft man wieder auf die nächste Wand zu. Und das geht immer so weiter. Und so findet man garantiert immer den Ausgang. Kann sie nicht einfach markieren, wo sie schon war? Das Ding ist, sie hat weder Kreide noch irgendetwas Ähnliches dabei. Und ganz ehrlich, bei der Beschaffenheit der Wände würde sie sich eher die Finger aufkratzen, als irgendetwas Wiedererkennbares in die Wände zu ritzen. Und das Verfahren funktioniert immer? Es gibt da schon so ein paar Annahmen bezüglich des Labyrinths, die dem Verfahren zugrunde liegen. Also da geht es halt vor allem um die rechten Winkel. Nur bei gewissen Konstellationen, wenn sich zum Beispiel der Ausgang in der Mitte des Raums befindet, da funktioniert das nicht. Aber bei all den Informationen, die wir haben über den Teil der Mine, lässt es darauf schließen, dass wir es damit auf keinen Fall zu tun haben. Also von daher braucht sie nur etwas Glück und ja, das ist das Beste, was wir anbieten können. Das ist gut genug? Na, das passt ja. Philippa ruft wieder an. Philippa? Wir haben einen Weg gefunden. Du machst Folgendes. Philippa hat gerade ihre Daten übertragen. Sie ruft per Video an? Dann ist sie noch nicht draußen. Philippa? Ich glaub's nicht. Ihr hattet tatsächlich recht. Hier ist der Ausgang. Aber hier ist eine verdammte Stahltür. Ich kann das Tageslicht schon sehen, aber da komme ich nie durch. Sei denn, mir schickt jemand Elefanten vorbei. Wie lange braucht das Außenteam bis hierher? Noch mindestens 90 Minuten. Die müssen um das komplette Gelände herumfahren. Ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe ungefähr 30 Minuten bis hierher gebraucht. Und hier ist noch jemand unten. Die kennt sich wahrscheinlich besser aus. Was hast du an Werkzeug bei dir? Messer, Zange, Seil und Tape. Ja, sonst eigentlich nichts. Und hier liegt jede Menge Schrott rum. Halt mal die Kamera auf alles drauf. Ach, das sieht wirklich nur aus wie Schrott. Das sieht ja aus wie ein Flaschenzug. Du hast recht. Philippa, vielleicht hat dir Nina gerade deinen Elefanten besorgt. Zeig uns den Schrott noch mal genauer. Ja, Philippa, bleib online. Wir übertragen dir in ein paar Minuten die Konstruktionszeichnung. Also, ihr habt's gehört. An die Arbeit. Wie viel Kraft brauchen wir, um die Tür aufzubekommen? So, Werkzeuge der Feuerwehr zum Aufbrechen von Türen haben anscheinend so zwischen 1,5 und 3 Tonnen. Kriegen wir das hin? Für einen kurzen Moment kann sie ca. 100 Kilo Zugkraft aufbringen, wenn sie ihre Beine benutzt. In etwa wie ein Ruderer. Also das ist ein Faktor 15. Und zwar so der altbekannte. So wird das nichts. Thank you.
losgehen. Gut, dann los. Das Ding verstärkt deine Kraft um das 16-fache. Nicht ganz ein Elefant, aber für die alte Tür wird's schon reichen. Dann drück mir jetzt die Daumen, ich melde mich wieder, wenn ich draußen bin. Viel Glück. Ich bräuchte noch mal einen Tipp.